Ja, hallo Freunde der Spielkultur und willkommen zurück bei Anno 2070, wo wir jetzt gerade mal eben mit der Energieknappheit nochmal zu kämpfen haben. Deshalb muss ich irgendwo Energie erzeugen. Wir werden es mal eben über die Tycoons machen. Weil wir können hier, glaube ich, über Kohle Energie erzeugen, ne? Ja. Plus 16 Energie macht aber die Umweltbelastung höher. Und verbraucht natürlich Kohle in dem Fall. Aber irgendwoher muss der Saft jetzt kommen. Denn der Saft birgt die Kraft. So scheint es, als wenn die U-Boote hier oben immer noch ihr Unwesen treiben. Durchgeknallte Computer. Seine U-Boote besetzen die Hafenbucht, haben eine Blockade errichtet. Keines meiner Schiffe kann... Macht nichts, darum kümmere auch ich mich. Wer sonst? Aber dafür brauchen wir erstmal... Ja. Flugzeuge sind die einzige... Gute Durchschlagskraft geben U-Boote. Brauchen wir 20 Eisen. Wir werden uns jetzt aber eben mal auch darum kümmern. Ja, ihr seid alle upgradefähig wieder, aber wir müssen hier auf jeden Fall dieses Umweltding auch nochmal bauen. Endlich Wochenende und ich hab frei. Baumöglichkeiten erweitert. So, gucken, ob wir dadurch die Produktivität erhöhen. Aber es liegt nur daran, wie viele Wohnhäuser in der Nähe sind. Es hat nichts damit zu tun, was für Wohnhäuser hier stehen, oder? Wenn ich das richtig sehe. Oder wachsen die einfach gerade nicht? Was bleibt bei 30 stehen? Ach, dabei nochmal danke. Ich habe ja gefragt gehabt, wie das ist mit dem Öl. Da habe ich ja letztes Mal so ein bisschen rumhantiert. Es wären nochmal 2 Öl auf eine Raffinerie. Jetzt haben wir natürlich hier ein bisschen Bonus. Lustigerweise passt es trotzdem irgendwie gerade ebenso vom Beliefern. Deshalb lassen wir es erstmal so stehen, weil unsere Bilanz ist positiv. Ich sollte mich da jetzt nicht unnötig beschweren drüber. Ich habe im Fernsehen einen Bericht über die Lebensbedingungen bei Global Trust gesehen. Der reinste Horror. Ist ja schön. Aber ich habe gerade ein anderes Problem, wo wir so über Lebensbedingungen reden, nämlich uns geht der Tee aus. Die waren 4 breit, ne? Kann der dann entscheiden, von wo der Transporter kommt. Ja, der kommt eh von unten. Ach so, weil meine Ökobilanz so schlecht ist, ist der schon hier so am Drücken. Na, müssen wir auf jeden Fall noch weitere... wie sieht das bei denen aus? Hier könnten wir nur diese Überwachungsstationen bauen in die Minenschächte. Das können wir natürlich machen bei... Sagen wir mal, wenn wir jetzt komplett den Kohleabbau auf den Boden beziehen. Wir können jetzt eigentlich mit denen, mit den Schaufelbaggern die Kohle auch gewinnen. Wenn ich das nicht schon gemacht habe. Da ist Eisenerz, da ist Kalkstein... Darum haben wir keinen Schacht. Achso, da haben wir schon Überwachungsstationen drin. Kalkstein, Kupferminen,
Haben wir schon gemacht, ne? Meine Idee habe ich gerade nochmal verwendet. Ich habe mich selbst nochmal beklaut. Schön. Ja, dann werden wir mal... Müssen wir mit dem arbeiten. Mit dem Reststoffpresswerk. Dann bauen wir aber extra ein übergreifendes Städtezentrum hier. Setzen da zwei von den Presswerken und bauen die dann mit Gebäuden zu. Wenn ich das Baumaterial gerade hätte. Zu Ihren Diensten. Erwarte Ihren Sie schenken mir Ihr Vertrauen. Mission ausgeführt. Wir kommen gerade im Moment nicht dazu, Stahl zu produzieren, wirklich. Bom, 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 bom. Was kann ich für Sie tun? Du kannst zum Beispiel die Lieferung mal schicken. So, gehen wir mal nach da unten und holen uns auch noch ein bisschen Kram von da. Ach Moment, der kann jetzt gar nicht so effizient sein, ne? Weil der... Warnung. Gemeinschaftsbedürfnis nicht erfüllt. Entspann dich, mein Freund. Darum kümmern wir uns noch. Aber nicht mit Schnellstraßen, die braucht er da nicht. Erstmal nur ganz normale Straßen. Die Waren stehen zur Abholung bereit. Wie kann ich helfen? Willst mal das Angebot der Organisation checken, was? Ja, gib her. Hey! Die Firma hat oberste Priorität. Immer. Den auch darüber. So. Das Grad macht der 40% aus. Also hat das doch noch mal irgendwas zu tun, mit was für Gebäude um ihn rum sind. Ja, dann müssen wir leider noch mehr abreißen. Sind zwar nur 80%. Wir müssen einfach die Ökobilanz verbessern. Bei Ihnen hat man wirklich den Eindruck, als lägen Ihnen die Leute am Herzen. Ja, unglaublich, was für ein netter Typ ich bin. Ich werd bekloppt. Und den haben wir auf 85.
Aber dazu kommen aus der 45% nur hat. Produktionsstillstand. Durch seine Umgebung. Keine Zeit. Bin in der Kneipe verabredet mit ein paar Kollegen. Der will mich da einfach veräppeln. Sind immer noch plus 20. So, jetzt steigt irgendwie die Ökobilanz, verbessert sich gerade noch mal ein bisschen. Jetzt sind wir hier unten bei 55%. Hier bei 55. Keine Zeit. Bin in der Kneipe verabredet mit ein paar Kollegen. Ah, schön. Also sollten wir definitiv die upgraden, die auch in der Nähe sind von dem, von den Öko-Teilen. Da fehlt mir schon wieder Baumaterial. Aber wir können auf jeden Fall, haben auf jeden Fall unsere Gemüsefarm und Teeproduktion und Schieß mich tot wieder alle gesteigert. So, fehlende Gemeinschaft haben wir geklärt. Bestellung eingetroffen, haben wir schon abgeholt. Stahlwerk, Produktion eingestellt. Ja, da ist natürlich das Problem gerade, was wir haben, dadurch geschuldet. Eisenerz, Lager leert sich, aber wir haben zu wenig Stahl trotzdem, ne? Beziehungsweise wir stellen zu wenig Eisen her. So, wo haben wir es? Tycoons, Eisenproduktion. Müssen wir mal gucken, wir haben eine. Drei Kalksteinproduktionen und damit liefern wir eine einzige Kalkstein. Wir haben zwei Kohlevorkommen, die wir abbauen. Wir haben zwei Kupfervorkommen. Wobei Kupfer haben wir immer maximal. Dann könnten wir auch eigentlich theoretisch, sag ich mal so, hier ein Kupfer abreißen und dafür lieber eine Eisenmine abnehmen. Weil es ist nämlich der voll direkt mit Eisen und Kohle. Ich spekuliere mal drauf, dass wir noch einen managen könnten. Da fehlt mir wieder Baustoff. Genau, die Einfuhren können wir ja so upgraden. Der sollte jetzt auch hier in einer Umweltbilanz wieder besser werden. Endlich Wochenende und ich hab frei. Das ist doch schön. Ich würde mich auch freuen, wenn ich frei habe am Wochenende. Gibt doch nichts Schöneres. Spiel gespeichert. Baines Avenue. Atomkraftwerk. Baut Uran ab. Hier gibt's kein Uran. Hier gibt's auch kein Uran. Gibt es auch nur Kohle und
der andere Schmarrn. Hummer? Hummer haben wir nicht, ne? Jedenfalls nicht auf der Insel. Hier auf der anderen Insel auch nicht. Lustig, eine der ersten Karten hatte einen Hummer, ne? Noch ab und zu kommen sie mal Holz holen. Spirituosen und alles schieben wir ja rüber. Na, hoffentlich geht das gut jetzt mit dem vielen Eisenabbau. Ansonsten müssen wir eine Kalkstein zurückziehen. Obwohl ich nicht verstehe, wenn ich drei Kalksteinproduktionen habe, warum kann ich damit gerade mal einen? Ja, komm, wir machen die Glasfabrik auch wieder an. Wir haben zwei Sandextraktoren, das muss doch alles klappen. Ach so, wir haben so viele Betonfabriken inzwischen. Nämlich eine mehr als der Salzextraktor. Als? Moment, wir haben drei Minen auf vier Produktionsstätten. Für drei Beton und eine für Glas. Das wollte ich ausdrücken. So, euch wird das Casino hier oben. Kostet mich 5. Die Nachbarn finden auch, dass wir es hier gut getroffen haben. Können die doch alles haben. Hauptsache, wir kriegen die Ökobilanz hoch. Da fehlt uns wieder der Baustoff direkt. Produktion gestoppt. Ja, das ist aber nur, weil ihr die Waren noch abgeben müsst. Anderen Grund gibt's gerade nicht. Baustoff. Jetzt müssen wir gerade mal überlegen, wenn ich hier dann noch irgendwo ein zweites Lager baue. Ach so, ja, ich habe es anders gebaut, oben sehe ich gerade. Als ich jetzt gerade in der ersten Sekunde gedacht hatte. Ich habe die nämlich nach oben gesetzt, so. So, dann können wir hier noch zwei Baustoffproduzenten aufbauen. Dann setzen wir die Schnellstraße und ein Warenlager. Setzen wir am besten hier oben hin, ne? So, die sind alle auf 100%. Die werden ja auch recht schnell auf 100% sein. Hauptsache, wir produzieren schnell den ganzen Kram hier. So. Wie sieht's aus? Da haben wir schon ein Chemie-Kohle-Problem. Da müssen wir über die Teilkunst nochmal gehen. Weil, neuer Schaufelbagger. Sonst mich das eingetreten, was ich gedacht habe. Über die Schaufelbacker.
Auf die Schaufelbagger kriege ich nicht genug rein. So, das Eisenerzlager leert sich, ist klar. Der Eisenbestand steigt. Ich hoffe, wir verkaufen den gerade nicht noch hier vorne. Aber wir werden mal eben die Stahlproduktion stoppen. Ich hoffe, ich habe nur die zwei Stahlwerke hier vorne. Damit wir einfach Eisen produzieren. Und ich hier die Vipern bauen kann, damit ich die U-Boote da oben mal vernichten kann. Von Vater oder... Von Father, genau. Natürlich total an die Alien-Teile angelehnt. Ah, schön. Na, das ist natürlich auch noch eine Sache mit der Kohle. Jetzt fehlt uns die Kohle, wofür wir eigentlich das Kraftwerk hier betreiben. Den kriegen wir gerade nicht abgebaut an der Stelle mehr. Ja, es kostet mich natürlich ganz schön Umwelteinfluss, wenn ich hier Kohle abbaue. So, auf der anderen Seite können wir mal hier nochmal einen Handelshafen machen. Hintergedanke, dann können wir nämlich hier noch ein weitere Offshore-Windräder aufbauen. Werden wir erstmal... Wer stört uns hier? Hier, das Windrad. Ach, wir haben ja noch auf der Insel lauter... Also jede Menge Platz eigentlich für weitere Windräder. Naja, die Offshore sind aber eigentlich besser. Nicht nur eigentlich, sie sind besser. Da fehlt mir wieder Baustoff. Egal. So schützen wir wenigstens unsere Ökobilanz. So, der ist schon auf 35 Leistung. Wie viel müssen wir erreichen eigentlich? 1200, ne? Jetzt kriegen wir schon Getränkeprobleme hier mit dem Schnaps. Dafür müssen wir aber auf die andere Insel. Jetzt ist natürlich die Frage, habe ich hier überhaupt noch was... Natürlich habe ich hier nichts mehr im Lager. Tycoons. Ein Werkzeug, zwei Baustoff. Komm mal her, Schiffgen. Ich muss jetzt mal minimalistisch das darüber schicken. Aber ich sehe gerade, die Zeit ist ja schon rum. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt Anno 2070.